Mein Name ist Ariane Telgen. Ich arbeite seit über 20 Jahren mit Problempferden jeglicher Art. Und ein weiterer Schwerpunkt von mir ist das Training für Reiter und Pferd. Hier unterstütze ich turnierambitionierte Reiter bis zur schweren Klasse, aber auch den Freizeitbereich in der Gesunderhaltung und Gelassenheit. Durch meine langjährige Erfahrung als anerkannte Pferdephysiotherapeutin und Osteopathin bin ich in der optimalen Lage, Probleme auf verschiedenen Ebenen zu erkennen und zu lösen. Um dieses auch über weite Entfernungen möglich zu machen, biete ich die Online-Beratung oder auch die Online-Betreuung an. Dies ist eine erfolgreiche Alternative zu einer persönlichen Vorstellung hier auf dem Hof oder auch zur stationären Aufnahme Ihres Pferdes. Der Check mit Chakal geht los. Weiter kann ich besser sagen, weil ich glaube, gestern kam schon ganz, ganz viel sichtbar und deutlich rüber. Und ich möchte ganz gerne jetzt einmal wissen, ob die Taktunreinheit mit Schmerzmittelgabe besser geworden ist oder nicht. Das habe ich nämlich gestern mit der Barbara besprochen. Und mir ist halt gestern nicht entgangen, dass er ganz, ganz kleine Hufe hat. Wirklich kleine Hufe hat. Das werden wir gleich hier sehen, weil wir ein bisschen mehr Zeit haben, uns das wirklich anzuschauen. Das ist ja immer am Anreisetag mit Vorreiten und Erzählen der Besitzerin meistens nicht so möglich. Und von daher bin ich ganz gespannt. Vicky und ich haben hier gestern Abend beim Füttern uns schon so ein bisschen die Pferde angeguckt. Das heißt, ich habe sie mir angeguckt und Vicky kam später. Da hatte ich sie schon angemalt. Ich bin gespannt, ob sie anhand der Zeichnung, wenn wir jetzt den Sattel gleich drauflegen, was wir noch nicht gemacht haben, erkennen können, wo was ist. Aber ich sehe jetzt heute Morgen schon, es ist eine Nacht vorbei, und ich sehe heute schon, dass der Chakal ganz, ganz schmal geworden ist. Teilweise Schwellungen, die ich gestern angemalt habe, nicht mehr da sind. Nur noch die Löcher wahrscheinlich. Ich möchte gerne gucken, passen diese Schwellungen, passen diese Löcher zum Sattel oder müssen wir woanders suchen? Vicky ist gerade gekommen, aber sie ist gerade abgelenkt. Zwei charmante Wallache und Vicky in der Mitte, das kann nicht gut gehen. Es ist super interessant gestern gewesen, als ich wirklich angezeichnet habe. Und Vicky, ich habe ja Vicky gebeten, dass sie mal guckt, ob sie den passenden Sattel zu Chakal findet. Und sie hat auch wirklich gleich den richtigen gefunden. Und ich habe sie gefragt, wie hast du das gemacht? Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob du das vor der Kamera begründen kannst, warum du den richtigen Sattel gefunden hast. Keine Ahnung. Woher wusstest du das? Ich habe mir hier den Rücken angeguckt. Und das, wo Mama ja auch schon eingezeichnet hatte, da hatte sie es nämlich noch nicht eingezeichnet. Hier dieser ganze Bereich und auch diese Schwellungen und so, hat sich genau hier unten schon wieder gespiegelt. Dieses, Mama sagte schon, es ist kein Monoblatt, aber das ist irgendwie hier so kurz und da aufhören und hier alles. Ja, also die ganze Sattelform hat irgendwie dazu gepasst zum Pferd. Zusammenfassend kann man sagen, wenn sich der Pferderücken an den Sattel angepasst hat, ist bei der Sattelauswahl wohl etwas schiefgelaufen. Leider liegt es nicht immer nur an der Person, die den jeweiligen Sattel dem Pferd angepasst hat, sondern auch oft an einer für viele Pferde unbrauchbaren Sattelkonstruktion, die wie hier zu schmerzhaften Druckstellen auf dem Pferderücken führt. Was sich so manche Hersteller dabei denken, ist nicht nur Ariane oft ein Rätsel. Wenn wir uns das Ganze jetzt hier angucken, ich habe das schon umrandet, da lag der Sattel nicht drauf, ist hier eine Umrandung und das ist wirklich nach dem Reiten, nach dem Absatteln richtig eingedrückt. Also diese Form ist wie eingepresst. Dann haben wir hier einen weißen Kreis. Alles, was weiß eingekreist ist, ist eine Schwellung. Und alles, was gelb ist, ist quasi ein Loch, eine Delle. Und nur hier ist richtig viel Gewebswasser. Und das Gleiche haben wir auf der anderen Seite. Und dann ist das für mich schon jetzt in der ganzen Zeit, wo wir auch hier diese Filme machen, damit es wirklich auch für die Pferdebesitzer sichtbar wird, dass jeder wirklich die Möglichkeit hat, anhand von den Erklärungen, die wir hier zeigen, die vielen Pferde, die wir hier haben, die Pferdebesitzer, die sich wirklich hilfesuchend an uns wenden, können jetzt auch das richtig schön sehen und du als Zuschauer kannst zum Beispiel dadurch
bei deinem Pferd auch gucken, was ist normal und was ist nicht normal. Und ich höre die dubiosesten Aussagen mit, wenn hier vorne ein großer Lymphstau ist, dann ist das der Pauschenmuskel, hat man mir gesagt. So, und das ist nichts weiter als ein riesen Lymphstau. Und dieser Stau hier, quasi direkt unter dem Sattel, den sehe ich ganz häufig, und das hat Vicky, glaube ich, auch schon oft mitgekriegt, unbewusst, dass der häufig da ist, wenn wir zum Beispiel Sättel haben, wo die Gurtstrupfen, besonders wenn es eine Vorgurtstrupfe ist, unterhalb des Sattelblatts rauskommen. Also nur die Satteldecke den Pferdekörper schützt. So, ich gucke mir jetzt den Schakal erstmal an. Ich habe ihn ja gestern schon einmal gesehen. Ich finde, es ist besser geworden. Gestern war das hier alles voll das Loch. Das hat man richtig doll gesehen. Ich merke das jetzt auch. Hier ist es relativ kühl, also normal. Und wenn ich hier jetzt aber so zum Loch komme, hier jetzt zum Beispiel, ist es ganz warm. Er findet das auch nicht ganz so gut, wenn ich hier hinten stehe. Also er ist ziemlich gestresst. Alles gut, alles gut. Das ist gut. Ja, ist alles gut. Alles gut. Ja, ist alles gut. Ja, ja, ja. Hier merkt man auch, wenn man hier rüber geht, man fällt hier so richtig in so ein Loch rein und dann geht es wieder hoch. Hier ist man auch, diese ganze Schwellung und so. Das war gestern aber noch viel, viel schlimmer. Alles gut. Ist alles gut. Ja. Umso weiter ich nach hinten komme, umso blöder findet er das eigentlich. Oh. Ja, alles gut. Schau mal. Hallo. Guck mal. Bitteschön. Was ich jetzt merke ist, er hat ja eine Gastroskopie bekommen, ohne Befund. Er riecht extrem. Und hast du dir mal die Hufe angeguckt? Was ist das für ein Beschlag? Das ist ein Duplo-Beschlag. Allerdings ist der nicht geklebt, sondern der ist wirklich genagelt, weil das eine Beschlagsmeisterin gemacht hat. Und die Besitzerin wollte aber unbedingt Duplos haben, weil sie gedacht hat, die sind sanfter oder die sind weicher. Wenn du jetzt ihn dir anguckst, findest du, dass die Hufe, komm her, wir drehen ihn mal ich so. Ich finde, die sehen ganz komisch aus, weil vorne sind die irgendwie ganz lang nach vorne und hinten sind die ganz klein und schmal und kurz. Wenn du dir die Beine anguckst, du hast ihn ja jetzt gestern noch gar nicht gesehen, Vicky war auch nicht dabei, als ich ihn quasi aufgenommen habe. Wenn du mal seine Beine abstreichst zum Beispiel, das ist ja das. Er hat auf jeden Fall eine Galle an der linken, an der Seite. Und ist die hart oder ist die weich? Weiß ich nicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Mehrere Gallen. Warte, er hat zwei. Innen und außen. Alles gut. Ja, die ist hart. Richtig hart, ne? Ja. Und auf die Frage hin, ob sie ihn damit schon gekauft hat und ob die auch hart waren, hat sie gesagt, ja, aber bei der Ankaufsuntersuchung sollen die ohne Befund sein. Gallen können natürlich Schönheitsfehler sein in einem gewissen Grad. Trotzdem hat eine Galle immer... Da kann man sich doch gar nicht bei konzentrieren. Eine Galle hat immer eine Ursache. Und solange sie weich ist, stört diese Galle natürlich nicht in der Bewegung, wird sie aber fest und hart, ist das natürlich etwas, was man nicht so gut verschieben kann. Und dann stört es den Bewegungsablauf. Also, dass man sagt, eine Galle hat keinen Befund. Es kann sein, dass sie zu dem Zeitpunkt keinen Befund gegeben hat. Aber wenn ich ein Pferd habe, was schon Gallen hat und auch schon harte Gallen hat und ich kaufe dieses Pferd, muss ich damit rechnen, dass es mehr oder weniger, schneller oder auch früher, wahrscheinlich eher früher, Probleme geben wird. Und falls er keine Taktunreinheit hat wegen Schmerzen in den Vorderbeinen, dann hat er aber Schmerzen in seinem Rücken und in dem Bereich, wo Leber, Magen und Milz liegen. Fein, ist alles gut. Hast du die kleinen Muskellöcher überall gesehen? Hinten in der Hinterhand hat er rechts ein Muskelloch, hier vorne hat er kleine Muskelfaserrisse. Und er ist vorne nicht gerade. Also, was siehst du vorne? Weil er steht. Hier?
ist deutlich höher. Okay. Als die hier. Die rechte Seite ist deutlich höher. Haben wir zum Beispiel bei Magenpferden ganz oft andersrum. Der Magen liegt ja hauptsächlich links. Der Hauptteil der Leber liegt innen weit rechts. Und von daher finde ich das jetzt super interessant, dass Vicky sagt, oh, rechts ist die Schulter höher als links. Gut. Ich gucke mal einmal. Was auffällt, sind seine Narben auf der Nase. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass das halt von der spanischen Zäumung kommt. Was auffällt, ist auch weiße Flecken, zwei weiße Flecken oben, alles gut. Zwei weiße Flecken oben auf der Wirbelsäule. Du hast, glaube ich, auch gesehen, wie ich ihn gestern versucht habe aufzurichten. Ich bin wirklich im Stall gewesen und habe mit meinen Stäbchen versucht, diesen Hängerücken für mich aufzurichten und das war fast nicht möglich. Also es ist so zähflüssig. Das ist etwas, das würde ich der Besitzerin tatsächlich mitgeben, dass wir da einfach gegenwirken können. Und ich habe wirklich ganz, ganz viele Bausteine bei mir im Kopf. Hufe, Sattel, Leber aufgrund, glaube ich, von Schmerzen. Da müssen wir noch mal schauen. Und auch wenn die Gastroskopie sagt, es ist nichts im Magen vorhanden, würde ich, wenn es mein Pferd wäre, glaube ich, alles einmal machen. Ich würde also auch den Magen antherapieren. Okay, Küken, jetzt habe ich dir dein Part abgenommen. Wie heißt der hier? Das ist Pico. Der erinnert mich sehr stark gerade an Konrad. Ja. Du musst einfach weiter zurückgehen. Nämlich schön. So. Jo. Traust du dir zu, den Sattel mal draufzulegen? Ja. Keine Sorge. So, wir haben ja was angezeichnet. Ne, wir können mal einmal gucken, ob das so ungefähr passt, was ich da angezeichnet habe. Weil der Sattel lag ja nicht drauf. Ich habe ja nicht drumherum gemalt. Ungefähr, aber die Löcher kommen nicht hin. Du musst wissen, dass der Sattel nach hinten rutscht. Okay. Sobald sie Schritt geht, rutscht er zurück. Ja, okay. Den musste sie nach dem Warmführen, nach dem Zeigen wieder nach vorne legen, den Sattel. Er fängt an zu schlucken, wirklich schwer zu schlucken, rümpft das Maul und findet, sobald man nach hinten kommt, das nicht so schön. Fein. Ja, ich ziehe den auf jeden Fall, also hier hinten ist am meisten Druck. Da ist richtig viel Druck. Und hier ist eine Brücke. Also hier vorne ist halt echt gar kein Druck, ne? Also genauso wie auf der anderen Seite. Also liegt gar nicht auf. Nee. Oh, ich sehe es schon. Ich bin nur bis hier. Ja. Und dann ziehe ich den schon mit. Und dann zieht man den mit. Also das ist zum Beispiel etwas, was ich gestern beim Vorreiten gesehen habe, dass der Sattel wirklich nach hinten rutscht. Deswegen glaube ich, war auch die Priorität beim Anmalen da hinten, wo ich gesagt habe, Mensch, der Sattel ist auch viel zu lang für den Schakal. Und es ist so eine zarte, feine Besitzerin. Also da dürfte es eigentlich jetzt nicht das große Problem geben. Was anderes ist es, wenn man wirklich so ein kurzes, feines Pferd hat und dann, sage ich mal so, eher die höheren Konfektionsgrößen da irgendwie drauf kriegen muss. Für einen Sattler dann doch sehr, sehr schwer, ohne vielleicht nicht das Schamgefühl der Frau oder von dem Mann zu reizen. So, hier sieht man das ganz schön mit der Schulterfreiheit. Das ist hier dann wirklich zurückgeschnitten. Die weißen Schwellungen kommen genau von diesem Bereich. So, wenn ich mir das Ganze Konstrukt von unten angucke mit diesem Sattel, dann sehe ich dieses, ich nenne es immer Klemmbrett, also diese ganze Konstruktion, die sich hier wirklich gefühlt einbrennt. Und dann sieht man, dass hier diese Stufe ist, von der ich ja mal erzähle, die nicht bis nach unten geht. Und was jetzt hier für diese weißen Schwellungen sorgt, ist quasi der Bereich, die Kante, was Vicky auch schon gesehen hat und gesagt hat, oh Mensch, das ist die Kante hier. Man sieht das, es wird wirklich so schon geschnitten, dass sich der Riemen bewegen kann. Und dieser Riemen bewegt sich unter dieser Kante durch. Und es ist alles
wabbelig und flexibel. Und hier ist dann nur eine Satteldecke zwischen, die dafür sorgen soll, dass das Gewebe in der Bewegung nicht geklemmt wird. Haben wir genau in dem Bereich, wo dieser Absatz ist und wo der Gurt ist, diese Gurtstrupfe, haben wir Schwellung. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass fast alle Pferde, die mit so einer Sattelkonstruktion kommen, Magenprobleme haben, wir jetzt ein Pferd haben, was für mich deutlich Magenprobleme hat, laut Gastroskopie aber nicht. Wenn ich mir aber das Maul, wenn ich rieche und wenn ich höre und wenn ich mir angucke, wie der Schakal reagiert, wenn wir ihn an diesen Stellen anfassen, dann ist für mich ganz klar, wäre es mein Pferd, würde ich den Magen antherapieren. Egal, ob die Gastroskopie ja sagt oder nein sagt. Er hat Leberbefunde, also er hat ein schlechtes Blutbild. Aufgrund von verschiedenen Dingen und ich mir dann auch noch den Sattel angucke und dann auch noch angucke, dass auf beiden Bereichen, genau in dem Gebiet, wo darunter der Hauptteil der Leber sitzt, auf der anderen Seite der Magen sitzt, diese Spitzen und dieses Ganze sich hier so reindrückt, dass wir wirklich starke Atrophien haben, dann stelle ich mir doch die Frage, ob vielleicht nicht auch diese ganzen Befunde oder diese ganzen Störungen nicht auch von einem schmerzenden Sattel kommen können. Hier sind wahrscheinlich noch ein paar andere Baustellen dabei, aber wir haben viele Pferde, die Magen haben, die Top-Bedingungen haben, trotzdem Magenprobleme haben und mit so einer Konstruktion geritten werden. Wäre jetzt einfach mal in den Raum geworfen von mir. Ah ja, nee, Vicky hat hier wirklich recht, diese Seite hier ist höher. Hier ist ein Dings, hast du richtig gesehen. Wenn man sich den holt. So, wir haben jetzt auf der linken Seite, haben wir eine bisschen mehr Polster. Das heißt, dass er rechts, dann passt das aber wieder zu dem Loch, weil er denn schief liegt, nach rechts runter. Das heißt, rechts gibt es mehr Druck, dass wirklich die Wirbelsäule auch Kontakt mit diesen Metallbügeln kriegt. So, und hier sind dann halt so diese Baustellen. Hier ist diese Kante, dieses Ganze bewegt sich. Das ist alles nicht wirklich richtig vernäht, nicht fest, wie es früher mal war. Und das arbeitet alles in einem Gewebe, was sich sowieso bewegt, wo Falten entstehen, wo es wieder stramm gezogen wird. Und das sehe ich immer als großes Problem. Ich glaube, so langsam kriegt der Schakal mit, dass wir ihm hier überhaupt nichts Böses tun. Der ist ja so ein bisschen skeptisch gewesen mit Sattel und mit hinten anfassen und alles. Ich glaube, jetzt wird es langsam besser. Ne? Bin ein bisschen im Zwiespalt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben ja immer so diesen Zwiespalt zwischen Huforthopädie, Hufpflege und Hufschmied. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es früher sowas gab. Also zu meiner Jugendzeit oder zu meiner Hauptzeit, wo ich auch Turniersport geritten bin, da gab es das gar nicht. Da gab es Pferde, die sind barfuß gelaufen, weil sie barfuß laufen konnten oder weil es Zuchtstuten waren, die hauptsächlich in der Strohbox waren. Oh, ich mache sie hier weg. Oder auf der Wiese waren. Und es gab die Pferde, die geritten wurden. Und die Pferde, die geritten wurden, hatten Hufeisen. Das war halt einfach so. Und irgendwie ist in den letzten Jahren, glaube ich, ja, die Huforthopädie, die Hufpfleger, die Barhufmode, die wieder zurück zum Wildpferd, zum Natur und so wenig eingreifen wie möglich. Dann kommen immer so Argumente mit, diejenigen, die einen Huforthopäden konsultieren, die wollen die Kosten weniger haben. Ich glaube, das ist ein kleiner Trugschluss, weil wer das halt wirklich verfolgt, der weiß, dass alle 3 Wochen, alle 4 Wochen diese Barhufpferde bearbeitet werden und die Barhufpflege von einem Huforthopäden ist, würde ich sagen, doppelt oder sogar dreifach so teuer, wie als wenn man sich einen Hufschmied holt, der das Pferd einfach nur ausschneidet. Also das ist so eine Sache, die passt da, glaube ich, nicht mit rein. Ich habe so ein bisschen rausgehört, dass die Besitzerin das unbedingt wollte, weil auch sie eine Barhuf-Verfechterin hört sich, glaube ich, ein bisschen grob an, doof an, aber
So wird es jetzt halt immer so gesagt. Also sie war halt sehr auf Barhuf und war ganz geschockt, dass ihr Pferd, ich mache sie weg, dass ihr Pferd Eisen braucht und hat sich gedacht, Duplos wären ja die bessere Wahl. Und wenn ich mir das Ganze jetzt angucke, dann sehe ich eine gebrochene Hufbeinachse. Ich sehe wirklich eine sehr nach vorne geschobene Zehe. Ich sehe eine untergeschobene Trachte, die beginnt immer länger zu werden. Wir versuchen wirklich den Abrollpunkt ganz, ganz schnell zu bekommen, sodass wir quasi die Vorhand dazu bewegen, schneller abfußen zu können, leichter abfußen zu können. Und wenn ich mir das angucke, wo hier der Abrollpunkt ist, hier gibt es gar keinen Abrollpunkt. Und dass dieses Eisen, in Anführungsstrichelchen, dieses Kunststoffeisen, wenn man sich das anguckt, hier schon aufhört. Da ist der letzte Punkt, da. Der Huf geht aber bis hierhin weiter. Au, Teufel. So, das ist aber noch was. Also, der überhaupt gar keine Unterstützungsfläche bietet, weil er viel kleiner ist als der Huf. Also unsere Eisen sind hinten offen. Und zu manchen therapeutischen Zwecken, wenn wir einen Rehebeschlag haben oder wenn wir eine freie Zehe haben müssen oder wenn wir den Hufmechanismus einschränken wollen, sowas gibt es auch, dass Pferde so viel Mechanismus haben, dass sie taktunrein laufen. Wenn man da einen Steg mit einsetzt und Polsterung mit einsetzt, laufen diese Pferde meistens wieder. Wenn ich mir aber dieses hier jetzt angucke, mit der flachen Stellung, so, und wenn ich mir das jetzt angucke, wie das hier hinten alles drückt, und wenn ich mir angucke, was ich mit diesem Eisen, mit diesem Kunststoffbeschlag machen kann, kann man das sehen? Ich kann das so abziehen. Ich kann das bewegen. Und wenn ich mir jetzt überlege, mein Pferd tritt auf und es hat eine Gleitbewegung, weil es kommt aus dem Schwung und setzt auf. Und ich kann mit meinen bloßen Fingern dieses Konstrukt bewegen. Dann will ich gar nicht wissen, wie viel Bewegung stattfindet, wenn dieses Pferd auffußt, 400, 500, 600, 700 Kilo da drauf kommen, das Komprimieren und dann auch noch der Schwung, die Schwungbewegung dazu kommt. Was da unten an dem Huf für Abscherkräfte sind zwischen Huf und dem Kunststoffeisen, will ich mir gar nicht ausmalen. Und ich bin mir auch überhaupt gar nicht mehr sicher, ob der Schakal nicht mit einer korrigierten Hufstellung, dass er vielleicht ein bisschen steiler steht, zum Beispiel, man müsste ein Röntgenbild machen, wie viel man von der Zehe wegnehmen dürfte, ohne dass es Probleme gibt. Und wenn er dann viermal Eisen kriegt, sodass, wenn er auffußt, er nicht dieses Stoppen hat und intern in seinem Huf die Bewegung von dem Kunststoffeisen hat. Also das, ich weiß nicht, ob ich das plausibel rüberbringen kann, aber das würde ich meinem Pferd, glaube ich, nicht antun. Ja, es ist für mich immer ganz, ganz schwer, weil, ganz ehrlich gesagt, ein Hufschmieden oder auch ein Hufschmied hat ja auch die Möglichkeit, Eisen zu machen. Ich habe es aber auch schon oft mitgekriegt, dass halt einfach Pferdebesitzer unbedingt Duplos wollen. Und dann wäre es auch total doof, wenn die Schmiede es nicht machen. Ich wäre natürlich anders. Weil was ich nicht gut finde, mache ich nicht, auch wenn man es haben will. Das ist, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass man sich das leisten können muss. Wenn ich jetzt rumfahre oder sowas oder wenn ich darauf angewiesen wäre, dass ich wirklich meinen Terminkalender voll habe, um einfach meine Rechnung zu bezahlen am Monatsende, dann kann ich mir das nicht erlauben. Und dann mache ich natürlich, Kunde ist König, mache ich das. So, und ich glaube aber, dass die Barbara, wenn sie das wissen würde, würde sie es nicht machen. Und auch wenn sie das mit dem Sattel wissen würde, hätte man ihr das gesagt, ich weiß, hätte man ihr das gesagt, würde sie das nicht machen, weil
Schakal ist ihr erstes Pferd, habe ich gestern rausgehört. Und den Schakal, den liebt sie über alles und sie hat schon viel, viel durch mit ihm. Und kein Pferdebesitzer, der hierher kommt, macht irgendwas bewusst. Sie verlassen sich auf Fachkräfte, sie verlassen sich auf das, was sie lesen. Und wenn man Social Media sich anguckt, ist es wirklich ganz, ganz schwierig, einen richtigen Weg rauszufinden für sich selber, weil man muss heutzutage sehr, sehr stark sein. Ich kann mich noch an die Anfänge von unseren Videos erinnern, wo ich manchmal ziemlich gedrückt war, weil ich das nicht gewohnt war. Ich habe meine Arbeit für mich gemacht. Ich hatte Kontakt mit dem Pferdebesitzer, der danach immer glücklich ist. Und jetzt sind ganz, ganz viele andere Meinungen und Antworten und Fragen und ja, Kommentare dazu gekommen, die auch mal gesagt haben, du machst doch alles falsch oder dies oder das und das musst du doch so machen. Und damit muss man wirklich lernen, umzugehen und man muss ganz, ganz viel innere Selbstsicherheit haben, um wirklich zu sagen, warum muss ich das? Warum muss ich mein Pferd Duplus drauf machen? Warum mache ich nicht vier Eisen drauf? Warum kann ich nicht dem Sattler sagen, sagen Sie mal, da ist doch eine Vierpunktbelastung. Das ist doch nicht gut. Da wird man heute für angemotzt. Das macht kein Sattler mit. Und das sind alles so Dinge, wo ich einfach jetzt so mitkriege, dass gar nicht die Pferde die Hilfe brauchen eigentlich. Eigentlich brauchen die Pferde Besitzerhilfe. Sie brauchen Sicherheit in ihrem Gefühl. Sie brauchen Sicherheit in ihrem Rücken, dass sie wirklich das, was sie fühlen und das, was sie sehen, dass sie stark sind, das zu machen und sich nicht auf andere verlassen und sich nicht der Stall-Community unterordnen. Und das bedeutet, Kraft zu haben und Energie zu haben. Und ich sehe einfach nur, umso mehr man gewisse Themen anspricht, wenn die Pferde dabei sind, so wie jetzt Schakal. Ich kann mich daran erinnern, vor einer Stunde haben wir einen anderen Schakal hier stehen gehabt. Wir sprechen jetzt aber viele Themen an, die, glaube ich, sehr passend sind für ihn. Und er entspannt mehr und mehr, er schnaubt ab, er ist ruhig und er sagt förmlich, oh, endlich. Und jetzt ist es unsere Aufgabe, der Barbara das so zu verkörpern, dass sie nicht die Angst haben muss, jemanden auf die Füße zu treten. Das tut sie unweigerlich. Sie hat gestern das Training abgebrochen. Sie hat wirklich das Training abgebrochen, weil es gefühlt gegen ihre jetzige Trainerin ging. Das ist total schwer und es macht ja keiner was falsch. Es passt nur vielleicht für dieses Pferd nicht oder es muss anders sein. Oder sie bringt es anders rüber oder jeder versteht etwas anders. Wenn die Trainerin zum Beispiel sagt, Hand vor, Hand vor, Hand vor, Hand vor und die Barbara lehnt sich immer mit nach vorne, das, was ich ihr gestern gesagt habe, was sie nicht soll, dann hat die Trainerin nichts anderes gesagt. Die Barbara hat es nur anders verstanden oder anders ausgeführt. Ich hoffe einfach, dass ich ihr das morgen ganz plausibel machen kann. Und das mit dem Sattel, glaube ich, das kann sie super gut morgen selber fühlen. Und dann kann man gucken, wie sich der Schakal verändert. Sich jetzt auf diesen Rücken draufzusetzen mit dem Gangbild, das behalte ich mir noch ein bisschen vor. Es kommt drauf an, wie er gleich läuft. Aber die Barbara ist eine feine Reiterin und wenn die diesen Knoten zwischen den ganzen Trainingsmethoden in ihrem Kopf auflöst und auf sich selber hört, weil sie kann das, ich glaube, dann hat sie das, was sie eigentlich haben will. Eine sichere Anlehnung, ein schwungvolles Pferd und vor allen Dingen einen zufriedenen Schakal. Und das ist doch das Schönste. Er läuft hinten so ein bisschen breitbeinig, das habe ich gestern schon gesehen. Heute ist es deutlich weniger. Ich bin auf vorne gespannt. So was auffällt, ist, dass ganz viel Aufwärtsaktion da ist. Das ist aber das, was den Spaniern ja auch immer antrainiert wird. So, was ich jetzt ganz positiv finde, ist, dass die Hinterhand deutlich weiter unterfußt als gestern mit Sattel und Trense. Wir haben jetzt ungefähr das Bild, was wir gestern zum Ende hatten, also wo er dann so ein bisschen getrabt ist oder getrabt war. Und was auffällt, ist, dass er ganz, ganz wenig
Muskulatur, ganz wenig Motormuskulatur hat und das jetzt links zum Beispiel oben in der Hüfte zögerlicher nach vorne setzt und im Knie als zum Beispiel auf dem rechten Hinterbein. Fein. So, wie kann das sein? Für mich sind es immer ganz viele Faktoren. Wir hatten gestern einen Sattel drauf, der ihn in der Bewegung eingeschränkt hat. Das heißt, er ist längst nicht so aktiv gefußt. Lass ihn ruhig ganz langsam gehen. Er ist längst nicht so aktiv gefußt wie jetzt. Jetzt ist er freier, er möchte eigentlich vorwärts, kommt an seine Bewegungsgrenze. Die Frage ist jetzt, es ist der Rücken ganz fest, es tut ihm wirklich weh. Und um gleichmäßig unterfußen zu können, müsste er seinen Rücken rund machen können. Er müsste unterfußen. Und die Frage ist jetzt eigentlich, ist es eine verminderte Bewegung hinten, weil er im Rücken nicht loslassen kann? Und mein Weg ist jetzt eigentlich wirklich, ihn eine Zeit lang traben zu lassen, um zu schauen, ob es besser wird. Es ist ganz schön, also wenn er von sich aus ein bisschen laufen möchte, kann er das ruhig. Du brauchst ihn nur nicht treiben, weil ich würde jetzt ganz gerne gucken, geht er hinten nicht so richtig mit, weil der Rücken oben fest ist? Und wird es besser, wenn er sich jetzt freiwillig, guck mal hier, weil er kann sich bewegen. So, weil was wir jetzt nämlich sehen, ist, dass es immer das innere Hinterbein ist. Das innere Hinterbein, es ist also gar nicht links oder rechts, sondern es ist das innere Hinterbein. Muss ja alles immer irgendwie auch pro Pferd sein. Ich hätte ihn gerne jetzt hinten eingewickelt, um halt einfach sofort zu gucken, wie ist die Fühligkeit. Ich habe mir gedacht, ich lasse ihn lieber draußen auf dem Weichen jetzt erstmal ein bisschen laufen, Heu fressen, sich ein bisschen selber bewegen nach der Nacht. Und dann gucken wir nachher. Wir wickeln nachher mal die Hufe ein und ich habe sogar so ein bisschen so das Bild im Kopf, vielleicht mal mit Physiopad oder sowas, mal gucken, was passiert. Ist es wirklich das Gewicht auf dem Rücken? Ist es das an den Hufen? Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich warte mal ab, was mir mein Gehirn so schickt bis dahin. Aber jetzt erstmal bin ich ganz positiv, weil wenn ich alles zusammennehme, hohe Leberwerte, jetzt dieses wechselnde Bild von gestern vorne lahm mit Sattel und Trense zu mit Schmerzmittel, ohne Sattel, ohne Trense, vorne super, aber hinten taktunrein, komischerweise aber immer auf dem inneren Hinterbein, das, was denn die Last aufnimmt, das, was wirklich tragen muss. Und wenn ich mir dann die kleinen Hufe angucke, in Kombination mit allem anderen, vielleicht eine Fühligkeit, die einfach dann wehtut, keine Last übernimmt und er schnell auf ein anderes Bein muss. Wenn es das wirklich wäre, dann hätte die Besitzerin relativ einfaches Spiel. Bin mir zu 90% sicher, dass die Leber dann nachzieht. Eine Leber hat die Möglichkeit, sich alle halbe Jahre zu regenerieren. Das wird nicht sofort passieren, aber es wird was passieren. Und da bin ich mega gespannt und da bin ich eigentlich richtig froh drüber, dass wir jetzt dieses Bild hier haben. Mal gucken. Und wie dieser Fall weitergeht, seht ihr im nächsten Teil. Für ganz Ungeduldige stehen neue Filme schon vorab im Kanalmitgliedsbereich zur Verfügung. Auch kann man dort viele Filme in der Uncut-Version sehen, sowie Podcasts und Tutorials von Ariane zu den verschiedensten Themen für Reiter und Pferdehalter. Wir wünschen euch viel Spaß und alles nur erdenklich Gute. Euer Hofeichen-Eck-Team. I'm in your warm embrace. Oh, I hope this feeling lasts till the oceans turn to glass and the world around us turns and fades.